Ist das kacke, wirklich. Ich hasse es jetzt schon. Diese Drecksgegner, die damit spielen. Oh, ich komme nicht weg, Aimbot. Das ist doch nicht normal. Das braucht kein Skill, nichts. Das ist nicht normal. Freunde, aus dem Nichts haben sie einen Tonfa-Nerf rausgehauen, dieses Nahkampf-OP-Ding, was gerade alle spielen. Hallo. Man wird an die Gegner rangezogen. Das ist kacke, wirklich. Ja, ich hab ihn! Du Scheiße! Und wir schauen jetzt in diesem Video gemeinsam ein Vorher-Nachher-Vergleich an. Also ihr habt jetzt im Pre-Intro auch schon viel von vorher gesehen. Die war ja immer 3 Hits auf Full Plates und aber wenn man nur 2 Platten drin hatte, 2 Boxer, die auch viel zu schnell sind, der Gegner ist down. Und das Spieler alle auf Rebirth Island gefühlt und die Lobbys sind voll damit, es nervt komplett. Jetzt hat Raven Software reagiert oder Sledgehammer Games und das Ding genervt. Problem ist aber, dass man sich damit halt wie Aimbot ranzieht und es gleichzeitig halt auch einfach mit 2, 3 Hits oft einfach den Gegner knockt. Jetzt halt mit 3 bis 4. Ob das einen Unterschied macht, schauen wir in diesem Video an. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Falls ihr euren Level-Up-Vorrat noch aufstocken wollt, Code AIMROT 25% bis Sonntag. Ich empfehle aktuell Shiny Dragon und Tempesta Marciana. Kann man sich auch mal wieder gönnen. Also falls ihr euch gerade eine Dose noch schnappen wollt, ein bisschen aufstocken, einfach mal in der Beschreibung vorbeischauen. Oder auch sehr geil Kaktus-Eis. Könnt ihr euch gerne mal gönnen. Einfach in der Beschreibung vorbeischauen und Code AIMROT benutzen. Jetzt viel Spaß mit den lustigen Runden. So, wir sind in Duos. Solo-Duo kann man ja auch mal probieren. Sollte auf jeden Fall besser sein als Quads. Boah, die Server auch wieder. Also heute sehe ich wirklich alles am Game, was einfach kaputt ist. Schon so ein bisschen unspielbar teilweise. Ich verstehe gar nicht, was da hier das Problem ist. Die letzten, also so Season 3 Start und Reloaded Start war eigentlich... Na gut, der nicht so, aber ne, war eigentlich ganz gut. Und jetzt? Ich hab oben steht Elberping. Ich habe niemals einen Elberping. Das Game ist komplett kaputt gerade, ne? Wahnsinn. Oh nein. Kann ich das abbrechen, bitte? Doch, müsste zeitlich sogar genau passen. Boah, das Swarm auch so geil geworden wieder, ne? Ist einfach back. Nein, oh Gottes Willen. Schauen wir nochmal Spiele gleich. Aber werden wir schon nochmal ein bisschen testen, ne? Also, mal gucken, wie viele hier auch mitspielen. Geile Runde bisher. Ich kann mir zumindest schon mal... Oh, hier sind ja einige. Die gammeln auf dem Schiff einfach. Beide Sniper. Ach du Scheiße. Ist das der Wahnsinn, oder? Ich sag, wie es ist. Die Runde schnappe ich mir noch. Also, die haben mich gerade so sauer gemacht. So, Team Nummer 1 weg. Die nächsten kommen. Natürlich ist er hier lang, wichtig. Ich gehe erstmal zum Lodi. Na gut. Boah, das ist jetzt ein bisschen... Bisschen blöd für die. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Wo ist dein Mate? Unter mir, warte mal. Es war so klar. Den hole ich mir auch noch. Im Moment zeigt wirklich das ganze Game, wie falsch es laufen kann. Aber muss ja nicht die ganze Zeit so sein. Wir kommen gleich wieder rein. Ja, guck mal, 3, okay. Waren es schon immer 3? Ich meine, ich bin so oft schon von 2 gestorben, als ich fullplated war. Ich Sniper oben, den holen wir uns noch. Und wahrscheinlich habe ich einfach wieder nur Pech. Nee, doch nicht. Ist das kacke. Das ist wirklich einfach nur böse. Das darf gerne einfach gepatcht werden. Alles egal, auch wenn alles sich komisch anfühlt aktuell bei mir. Wir nehmen die Runden mit. Oh, die sind böse, glaube ich. Die sind, glaube ich, ein bisschen böse. Wo ist der Mate? Oh, komm mal weg, der sprintet so weg. Das war wieder Two-Hit, ich verstehe es nicht. Warum ist das so? Wieder Two-Hit. Die können keine Plates gehabt haben. Das kann nicht sein, dass die Plates hatten. Ansonsten ist hier irgendwas ganz falsch wieder. Manchmal 3, manchmal 2 Hits. Also ich glaube schon, nein, JPEG sogar, dass das wirklich eigentlich 3 sein sollen, aber manchmal 2 sind, vielleicht auch, weil sie halt nicht genug Plates haben. Überleg mal, das dann noch, die Leute spielen auch mit Termit, Stunts, alles. Ist
das Böse. Guck mal, ich renne hinter ihm her. Und es zieht mich an ihn ran. Auch wenn es wieder drei jetzt waren. Das ist halt das Problem. Es zieht einen viel zu krass ran, ne? Wie es mich rangesaugt hat. Wirklich, ist das bodenlos. Das ist halt auch das Problem einfach. Ich kann es nicht mehr. Ist das krank. Dann geht's jetzt los. Nein, 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 renn. Ist das kacke. Ich kann nicht schlagen, weil es abbricht. Christian holt mich. Christian holt mich. Ach Mann. Oh. Ah. Aha. Wieder Lodi. Dann direkt ran an den Gegner. Ich habe auch echt das Gefühl, dass die SBMM nochmal aufgedreht haben. Es ist ja immer so das Gefühl zur Reloaded Season Richtung Ende der Season. Aber was aktuell so abgeht, ist krank. Schauen wir mal, was hier wieder für Lobbys zustande kommen. Na, was geht? Okay, das war wieder True Shot. Keine Ahnung, ob der jetzt normal war. Von den Platten her oder ein bisschen weniger Platten hatte. Schade. In den Lobbys echt keine Chance. Wieder zwei auf einmal. Oh, oh, ah, nee. Pusht mich. Alles laggt. Ich kann gar nichts, ich kann nichts machen. Es ist so geisteskrank, wie die hier stacken. Der wartet sogar oben extra, worauf auch immer. Und dann jagen die mir hier Feuer, Shotgun, alles rein. Ich glaube, ich muss solo reingehen. Such mal solo rein. Alles falsch. Es keiner hier mitgelandet. Wir müssen nur ein bisschen suchen gehen. Weil hier immer Geld rumliegt. Einiges. Okay, dann probieren wir es jetzt mal. Nachdem das Ganze genervt wurde. Oh, wait. Das könnte man ja schon noch mitnehmen. 4 Hits jetzt. Tonfa. Hoffentlich nicht mehr OP. Aber ich glaube auch, dass also jedes vernünftige Team schafft das jetzt einen damit auch Platz zu machen. Also hier oben sind sie. Ich ahne trotzdem Böses. Aber wahrscheinlich gar nicht mal so schlimm. Ist einer auf meiner Ebene eigentlich? Mal kurz testen. Okay, 1, 2, 3, 4. Oh, das... Ah, darf nicht, okay. Ist schon schwieriger jetzt, würde ich sagen. Also wenn man halt in Solos ist oder Leute einzeln erwischt. Es zieht einer trotzdem so eklig ran. Das ist halt wirklich... Das ist halt schon frech. Also man kann die Gegner halt schon noch immer entspannt holen, wenn sie nicht damit rechnen, sag ich mal, ne? So, der dürfte. Ja, okay, die haben halt keine Chance, wenn sie nicht als erstes schießen. Ist das kacke. Vor allem, weil das einen so ranzoomt einfach an den Gegner, ne? Also ich würde sagen, es ist schon ein bisschen mehr Balance jetzt, aber trotzdem halt noch stark. Oh, ja, gut, der hat Shotgun. Ja, okay, der sollte mich haben, ja. Also sobald der Gegner zuerst schießt, hat er einen noch eigentlich, weil 4 Hits ist schon einfach halt, ne, ein Viertel länger, logischerweise. Ja, okay. Mal gucken, ob das trotzdem noch unfair ist. Je nachdem, mit Smokes und sowas an den Gegner ran, ist mit Sicherheit immer noch krank. Das ist nicht normal. Das ist, also ich bin ja an ihm vorbeigeslidet, hab Schießen gedrückt und er hat mich von unten hier so rangezoomt. Ist das böse. Na, ich weiß nicht, ob ich das so feiere. Ist das bei allen Nahkampfwaffen eigentlich so? Das ist nicht normal. Wie mich das ransaugt. Ja, ist auch zu Recht. Darf er sich zu Recht aufregen, also... Das ist halt so frech. Wer ist der jetzt unten? Ne, er ist hier. Ja, die können, also wenn einer allein ist, der kann trotzdem nichts machen. Das reicht nicht. Macht mal 5 Hits draus, bitte.
Ich finde es sowieso krass, dass sie darauf reagiert haben überhaupt. Aber fair ist das immer noch nicht. Oh, scheiße. Ja, okay, den hole ich jetzt so. Das ist sonst zu blöd. Moin. Smallwalk was weg. Also es macht leider, wenn die Gegner nicht stacken, zu viel Spaß. Und da habe ich sonst... Nein, der kann nichts machen. Ärgerlich. Oh, ich habe gar kein Dings. Ich brauche eine Smoke, warte. Dabei habe ich eigentlich gesagt, es macht... Also an sich, gestern und so hat es auch echt keinen Spaß gemacht, damit zu spielen. Bin halt auch in Full-Stack-Teams reingelaufen, aber... Kommt der nochmal? Abgeworfen. Überleg mal, jetzt hätte ich nur noch... Habe ich überhaupt 4 Hits gemacht? Ich weiß nicht, es geht so schnell. Ach man, bitte, patch das nochmal. Das ist zu viel. Das ist einfach nur scheiße unfair. Und morgen. Das geht einfach, das schlägt einfach zu schnell, ne? Jeder Kill denke ich mir das. Hallo. Nein. Und er stirbt nicht. Und er spielt auch Tonfa. Der beste Beweis. Nein. Sie spielt immer noch. Ja, egal, loslassen. Das lassen wir jetzt hier einfach mal so sein. Oh nein, ist noch hier. Ja, das ist super. Guck dir den Namen an. Mit Pinke Topfer steht er hier. Und ich war halt jetzt 3 Hits, weil ich 2 Platten hatte, ne? Also 3 Hits ist halt auch immer noch viel zu schnell. Ach, gut, wir lassen es hiermit mal sein. Mit dem Topfer. Kill ist Kill. So. Ich freue mich auf nochmal eine schöne, normale, geile Runde. Einfach ruhig und entspannt runterspielen. Weil es macht halt auch keinen Bock, die ganze Zeit so einen OP-Quatsch zu spielen. Bin ich ehrlich? Ah, korrekt. Morgen. So muss das sein. Nächster kommt schon. Er ist sogar da. Easy, was geht? Ah, WSP9 ist so clean, ich lieb's. Ich sehe nicht, aber Kill ist da. Hab ich einfach sehr spät gesehen gehört. Na, aber chill dir. Ist wahrscheinlich oben, ne? Doch nicht. Ja, komm, einmal auch ein Boxer rein. Gut, dass ich den Finisher nicht gemacht habe. Nein. Sehr big. Okay, das ist die Runde. Ich call's jetzt. Jo, was haben die hier mir alles gelassen? Ach du Scheiße, nicht gesehen. Jetzt Zeit für Lodi kaufen. No way. Fenster Endgegner wie immer. Da war noch einer. Da dann auch alles geben jetzt. Komm, komm, komm. Krieg ich sogar den Finish. Oh. Der sieht nicht so entspannt aus. Hab den Kill nicht bekommen. Ach du Scheiße, ich hab... diese Nahkämpfer haben oben einen gehört. Komm, komm, komm. Schneller jetzt, Leute. So muss das sein. Holy hell, was passiert hier? Was machst du denn da? Was machst du denn hier? Die haut die Gegner so schnell um, ne? Klasse, könnt ihr gerne auf dem Aimbot Uncut-Kanal euch ziehen. Fang! Wani. Das gibt's nicht. Komm, komm, komm. Den müssen wir irgendwie holen. Komm. Ja, da ist er. Let's go. Ganz wichtiger Kill. Und ab zur Drohne. Ich dachte gerade, ich habe noch Wurfmesser. Schade. Das ist halt so Liebe, ne? Wo ist er?
Da hat schon noch einer. Was machst du denn? Der hat die ganze Zeit hier gecampt. Oh, ist das schön. Ist das schön, Mann. Er lässt mich aber. Sehr korrekt von ihm. Jetzt habe ich nur Stress, dass ich wieder hoch muss. Achso, ich hatte einen, aber hab sie nicht. Okay, alles gut. Was machst du denn da? Nein. Der Arme. Guck dir den an. Der will ihn so klauen, aber nicht mit mir. Ey, auch wenn das Game heute so komisch laggt und alles hin und her. Knallen wir die Lobby hier gerade auseinander. Nein. Was ist das für eine Lobby? Fast kein Ultra-Geek dabei. Wie der Streamer-Lobby erwischt. Ich fass es nicht. Nein. Oh, fangen wir mal kurz. Den holen wir uns noch. Ich glaube es nicht. Er hat sich von der Nate killen lassen. Ich glaube wirklich nicht, was hier passiert gerade. Oh ja, ein bisschen mehr Movement dabei. Bringt mir eine Drohne. Genau, was ich gerade haben wollte. Das kann nicht sein. Was habe ich hier für eine Lobby erwischt? Das habe ich seit Wochen nicht gesehen. Ich glaub's nicht. Willst du einen Finisher? Guck mal, das ist der Dank, dass man mit Tonfa gespielt hat und dann aufs Maul bekommen hat, weil es einfach nur Schwitzer-Lobbys waren. So. Jetzt pass mal auf. Ich muss schneller sein. Ich höre die Steps. Oben gelandet. Ist das Kacke? Das kann nicht sein. So weggeworfen. Der war auch nicht gut. Nein, das gibt's nicht. Er hat halt alles getroffen. Ich dachte eigentlich, dass da oben der Genockte liegt. Boah, tut das weh. Aber so eine schöne Runde, ne? Schon 23er. Das gibt's nicht. Das kannst du ja eigentlich keinem erzählen, ne? Bin gespannt auf eure Meinung zu dem Tonfa-Nerf jetzt, aber ich finde, es ist immer noch also fast das Gleiche, nur dass du halt ab und zu einen Schlag mehr brauchst, so im Schnitt. Aber ja, gegen Solos ist es halt trotzdem krass, ne? Also es ist schon einfach gerade ein Problem, was da ist und was mich immer noch sehr stört, weil ich halt ganz gerne auch andere Waffen spielen möchte, wie zum Beispiel auf dem Zweitkanal. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, da kommen auch mehr Videos als hier sogar auf dem Hauptkanal. Da gibt es immer richtig schöne Rebirth-Gameplays, auch mal ein bisschen Usikstan-Solos. Schaut da gerne vorbei, ist in der Beschreibung verlinkt. Und checkt natürlich gerne Level Up mal den Rabatt aus, jetzt für die 25% noch bis Sonntag oder Montag. Und bis dahin, macht's gut, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal.